Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind The Division. Geh mal ein Stück. Es kommt mir bekannt vor. Oder warte mal, mehr ins Licht. Warte mal, mehr ins Licht. Es kommt mir bekannt vor. Weil Jacke und Hose kriegt man nur in einem der Raids. Genauer gesagt, den weit im Norden. Der jetzt noch nicht angezeigt wird. Auf jeden Fall gibt es später Raids. So. Und dies hier haben ich und Keks uns wirklich mühselig erworben, wenn ich das mal so sagen darf. Wir können wirklich überhaupt. Sie gönnt mir das. Sie gönnt mir das nicht ein Stück. Du bist einfach ein blöder Angeber. Ich das kann doch gar nicht so weit sein. Oh doch, das und wie das angeben ist. Oh ist doch. Ist überhaupt nicht. Doch. Das ist einfach nur, wir haben wenigstens uns das hart verdient. Und ich möchte das auch. Oh, geil. Oh. Ich habe 100 Zivilisten geholfen. Wo bist du? Da. Ich habe 100 Zivilisten geholfen. Hast du gehört? Ich habe ein neues Kleidungsstück bekommen. Ich habe 2 Plünderer erschossen. Okay, es sind 3. Du hast noch nie was von Deckung gehört. Kann das möglich sein? Au. Ja, ist ja gut. Ist das geil oder was? Ja. So, ich natürlich, glaube ich, bei dir stärker, weil du, glaube ich, mehr auf Stärke setzt. Ich setze weniger auf Skill. Momentan. Nee, ich setze mehr auf Waffenstärke, du mehr auf Skill. Mal, ne? Ich weiß gar nicht, auf was ich momentan setze. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich habe momentan am meisten Zähigkeit. Das hat so, 1000 Vorsprung. Warum renne ich denn immer die ganze Zeit mit dem Schild rum? Weiß ich nicht. Aber warte mal, wir können ja eine neue Fertigkeit ausrüsten. Warte mal, hier, ja, R1. Ich habe bei mir hier Heilung und dann Doping halt eben. So, dann haben wir den. Ups. Hä, hey, warte mal. Mods anlegen? Achso, genau, so geht das. Modifikation. Also, wir können den Impulsverstärker nehmen. Oder den Zerhacker. Oder den taktischen Scanner. Der Impuls hat eine größere Reichweite und kann zusätzlich Behälter mit Beute in der Nähe ausfindig machen. Oder der Schaden erhöht sich beim Angriff auf feindliche Ziele, die durch den Spurimpuls indifferenziert wurde. Ich würde sagen, das nehmen wir. Guck mal auf meine Schulter. Guck mal auf die Schulter. So, erste Hilfe. Guck mal auf meine Schulter. Ich bin gerade beschäftigt. So, jetzt können wir noch so hier sowas aus... Oder die Talente haben wir immer, geil. Die Talente haben wir immer. Zeigt alle kontaminierten Bereiche auf der Karte an und erweitert das erste Hilfeset im Winter um ein Dix. Um ein Dix. Oh, Mann. Oh, meine Schulter. Hier sehen wir das erste Hilfe-Dings. Das brauchen wir aber nicht. Auf deiner Schulter ist nichts. Doch. Da ist nichts. Da ist ein Kätzchen. Achso, du meinst dein Zeichen? Ja. Bleib mal stehen! Hallo, stehen! Oh, ist das süß! Geil, oder? Ja. Hallo, Katja, ist das Ding! Wo hast du das her? Ich will auch so eins! Gerade geschenkt bekommen, weil ich 100 Leuten geholfen habe. Ich muss mehr Leuten helfen. Irgend so eine alte Dame, die kam entgegen. Ich hab ihr Müsli-Riegel, während wir geschnackt haben. Oder warum hieß das dann Hallo, Kätzchen? Okay, ich wusste gar nicht, dass ich schon so vielen Leuten geholfen habe. Hammer, geil. Nachschub, absolut reine. Alter, ist das Hammer. Ich habe diese super Jacke, diese geile Hose und jetzt auch noch ein Kätzchen auf der Schulter. Yeah. Ich scanne. Wir haben gerade. Und ihr Nightmax. Ja, auch das Kätzchen. Das ist ja voll niedlich. Mano. Warnung, eintreffende Gegner. Es kommen neue Gegner. Welle, ja. Kann leider gerade nicht scannen. Bring Gas. So. Ja, du dich gerade siehst, aber ich sehe sie gerade nicht. Okay, ich habe dort erwischt. Einer hat gerade Yoga gemacht. Yoga nennst du das.
Naja, so. Er machte jedenfalls einmal einen Rückwärts. Er wollte einen Rückwärtsseite machen, so sah das aus. Nur der Schnee war weg. Warnung, okay. Eintreffende Gegner. Sturmgewehr, neues haben wir. Vom Süden, ne? Wie, neue eintreffende Gegner? Eintreffende Gegner. Wollten wir nicht diese Nachschublieferung machen? Ah ne, die machen wir gerade. Huch. Ja, was denkst du denn, was wir hier gerade verteidigen? Ich dachte, wir haben schon wieder irgendwas anderes erwischt. Das ist das, was man ja aus Division 2 kennt, dass man unterwegs immer irgendwie alles mitnimmt. Und dann immer keine Ahnung hat, was man gerade macht. Ich glaube, das hattest nur du einmal. Das ist gelogen. Du hast dich auch schon mal beschwert, dass du keine Ahnung hast, was wir gerade machen. Wobei ich nicht mehr weiß, um was es ging. Beweis es. Oh, warte mal, der scheiß im Charme. Ja, ich bin ja schon da. Blödmann. Du bist schwer angeschlagen. Was du nicht sagst. Finger weg von meiner Dern. Wenn die eine ärgert, bin ich da. Ich wollte mir wetten, dass du diesmal ins Gras beißt. Aber da habe ich nicht mitgemacht. Vor allem natürlich, weil ich kein Geld für sowas habe. Aber auch, weil ich an dich glaube. Gute Arbeit. Was sind das für Leute, die darauf wetten, dass wir ins Gras beißen? Oh je. Ja. Aussprache ist auch schon schlimmer. War schon mal besser. Ja, ich ganz locker. Irgendwas, ich weiß nicht. Mein Kopf arbeitet nicht irgendwas, mehr richtig. Irgendwas. Ja, irgendwas arbeitet in meinem Kopf nicht mehr richtig, habe ich das Gefühl. Alles gut. Bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederhole Phase 1 erfolgreich. Steht der Sturm. So, wir haben hier einen Kampf. Ich würde die Gnadenlieferung würde ich vorschlagen als nächstes. Die Gnadenlieferung? Warte mal, wo ist denn die Gnadenlieferung? Geiselrettung? Gnadenlieferung. Die ist weit im Osten. Ja, I see it. Okay, da müssen wir jetzt ein Stückchen laufen. Aber das ist unser geringstes Problem, glaube ich. Oder zumindest ist es eures geringstes Problem. Ich muss es ja dann leider rausschneiden. Ah, wir müssen ja nicht hinsprinten. Müssen tue ich es ja eigentlich nicht. Ey, nicht sprinten, komm schon. Oh Hans, Mann. Das sind aber 0,3, obwohl wir haben vorhin 0,6 Kilometer so verbracht. Siehst du? Ist ja gut. Außerdem behält man so viel mehr Kontrolle über die Situation und rennt nicht in irgendwas rein, was einen umbringen möchte. Naja, aber ernsthaft, du warst doch in Division 2 auch schon mal fertig. Das ist schrecklich, du gabelst unterwegs immer so viel Zeug auf. Beweise das erstmal. Dann reden wir weiter. Hi. Ich weiß, was auch immer, die ich gerade gegeben habe, ich habe sie gern geschenkt. Ich weise alles von mir. Ich weiß nicht, was ich dem Typen gerade gegeben habe. Ich habe ihm einfach geholfen. Gibst du so einen fremden Menschen aber alles Mögliche? Ja, ich habe nicht abgewartet, bis der mir sagt, was er haben will. Warte mal, ich bin falsch abgebogen. Noch besser. Dumpti-dumpti-dum. Dumpti-dumpti-dum. Ich bin fast Level 7. Und du? Auch nicht mehr viel. Also, da fehlt nicht mehr viel. Bloß nicht. Nö, bei mir auch nicht. So, bin ein bisschen hinter dir, aber eben auch noch auf deiner 6. Keine Sorge. Waren Sie schon beim Kraftwerk? Ja, ich sehe es auf der Minikarte. Da versucht jemand gerade das Polizeiauto aufzubrechen. Machen Sie so weiter. Treten Sie von dem Auto zurück. Oh, man muss sich mal hier. Hier drüben gibt's eine Kiste, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ah ja, hier. So, dann öffnen wir mal die Kiste. Schauen wir mal, was drin ist. Eine MP7. Danke für nichts. Weiter geht's. Warte mal, da war gerade irgendwas. Ach ne, es war nur die Deckung. Lol. Nein, eine Deckung wollten wir nicht. So, hier haben wir noch mal ein paar Sera-Zelte. Mhm. Die wir sogar reingehen können, aber die Lichtverhältnisse. In einem davon müsste eigentlich auch ein Laptop drin sein. Ja, hier drüben.
Pläne. Zwei Plünderer schmieden Pläne für die Zukunft. Also, was wirst du später machen? Wenn das alles vorbei ist, meine ich. Oh, ich leg mir einen heißen Schlitten zu und fahr nach Westen. Und in Cali suche ich mir einen knackigen Typen und zeig ihm, wie wir es an der Ostküste machen. Oh Mann, das wäre ein Ding. Oder die Schnelle aus diesem Film. Die mit den Autos. Ja, der wüsste den Schlitten zu schätzen. Zentrale an JTF-Patrouille. Wir bekommen Hilfe. Nehmen Sie an der Penn Station die Hilfsgüter auf. Jep, das hat die Übertragung gerade unterbrochen. JTF-Einheiten unter dem Schuss. Ich kann Sniper und Sniper nicht mehr. Die sind verwirrt. Hast du eine Granate geworfen? Nee, ich guck erst mal nach. Wahrscheinlich hat irgendwer so seine Klingel-Granate rum. Eine. Das würde gut hinhauen. Obwohl, da war gar kein Granatier. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht darüber beschweren, dass der Gegner es schwieriger hat. Ja, stimmt auch wieder. So, ich glaube, ich habe den Medipack gegeben. Weil ich hatte nur zwei Medipacks. Oder habe ich nicht vorhin ein Medipack genommen? Bin mir nicht mehr sicher. Mussten die schon heilen? Na, ich hab fast mein Doping dabei. Also, wie man gerade meint. Ist der Cooldown nicht gering. Okay. Ich scanne. Das war nicht scannen, das war schießen. Vier Bedrohungen gefunden. Hier hinten ist ein Granadier. Ow! Oh, fuck. Danke für die Deckung. Au! Ja. Au. Ja, ich dachte, du bist da gut in Gange. Oh, ich dachte, du deckst mir den Rücken. Kannst du mal sehen, wie weit kommen mit Denken? Ja, wir sollten auch sprechen, glaube ich. Oh, ich hab gerade einen Doppel-Headshot gegeben. Warnung, Feindkräfte nähern sich. So viel zu denkst dir und so, ne? Ja. Warte mal, ich verpasse uns beide mal ein Doping. Da kommt auf jeden Fall jetzt ein Schlägertyp. Okay, der kommt nicht mehr. Das ist ein Sniper. Zwei. Nur noch einer. Nur noch einer, ja. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Der Sniper ist unten. Und der klettert wieder hoch. Der letzte. Hab ich. So. 60 für den Tech-Flügel, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Ich bringe die Vorräte sicher ins Safehouse. Ach, für den sammeln wir mal eine Menge ein, bevor man den freischalten darf. Naja, das stimmt. Wobei, ist ja eigentlich direkt hier um die Ecke, aber ich will keinen Haupteinsatz mehr machen. Ich fasse eh nur noch Müll. Oh mein Gott. Allen die ja, vor allem die Mission ist nicht einfach. Ja, ich weiß. Es redet auf schwer. Obwohl, auf schwer ist sie tatsächlich einfacher als die anderen Missionen bis jetzt. Warum, meinst du? Weil die Cleaner können die Cleaner können zwar gut austeilen, aber ihre größte Stärke sind ihre Flammenwerfer. Und solange du schon mal schön auf Distanz bleibst, also ganz im Ernst. Na gut, das ist wahr. Ich laufe weiter zur Geiselrettung. Der Boss am Ende ist auch easy, finde ich zumindest. Da weiß ich leider nicht mehr, was für ein Boss das ist. Hier ist einer, der braucht Hilfe. Diesmal habe ich gewartet, der wollte ein Wasser haben. Hier gibt's Filter. Die erkennt man manchmal auch an der Filter. Wo war der Gegner links? Da oben. Und rechts. Nein, das ist auch links. Nee, rechts ist schon richtig. Das werden Sie büßen. Nein, das ist doch links. Ich stand so, dann ist das links. Ja, dann ist es. Ne. Hey, verwirr mich nicht, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Das haben wir ja schon festgestellt. Ja, nee, das größere Problem ist, du weißt nicht, was man Einsatzrichtung nennt. Oder so ähnlich. Die Richtung, wo der Trupp marschiert, das ist vorne. Und wenn man dann links und rechts sagt, dann meint man links und rechts von der Richtung, in die man zum Beispiel marschieren muss, um das Ziel zu erreichen.
Ja, das hättest du mir vorher sagen müssen. Beim Abschluss vom Haupteinsätzen werden sie mit EP, Ressourcen, Credits und Ausstattung belohnt. Haupteinsätze können auch auf höhere Schwierigkeitsstufen gespielt werden, was größere Belohnungen nach sich zieht. Wissen wir, danke. Ich euch dann da draußen, weil sie nicht zuhören möchte. Wenn ihr in eine bestimmte Richtung geht, dann müsst ihr davon ausgehen, wenn der Trupp in eine bestimmte Richtung angeht, wie wir zum Beispiel das Ziel, dann ist links und rechts damit gemeint, von wegen aus der Sicht von euch zum Ziel. Versteht ihr jetzt? Ja. Ich hoffe, sie versteht es auch. Das ist verstanden. Ja, weil sie ist ein cleveres Mädchen und der kotzt hier gerade hart. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Dann hält sich. Oh, scheiße. Dem sein Arm sieht nicht gesund aus. Kann das wirklich sein? Okay. Brauchen Sie einen Nahenschuss, Mann? Ich bin nicht die Gefahr. In diesem Spiel darf man Zivilisten nicht erschießen. Finde ich doof. Naja, es ergibt schon Sinn. Wir sind ja da, um die zu retten. Warte mal. Hier ist noch was, das übersieht man schnell. Hier, genau, weil hier war ein Echo. Das übersieht man sonst schnell. Ja gut, dann holen wir uns erst das Echo. Weil hier kommt man nicht so oft vorbei. Ein Sierra-Regierungszentrum für die Registrierung von Überlebenden und die Separation von der Kranken. Aber Sie müssen mit mir kommen. So, Mark Powell. Aktueller Status infiziert. Beruf Bankangestellter, befindet sich in einer JTF-Einrichtung in Behandlung. Dann haben wir hier wahrscheinlich seine Frau. Ah ne, hier. Randy Thomas Landis. Aktueller Status aktiver Dienst. USMC Private. Was ist das? US Marine Corps. Private. Das ist Randy Thomas Landis. Das ist der JTF-Typ. Den Wachdienst in Camp Hudson eingestellt. Ja, wahrscheinlich ist das eine Frau, die er da festhält. Aktiver Dienst, Arzt, auch bei Sarah und JTF. Dann ist er wahrscheinlich noch immer unterwegs. Oder gerade bei Kendall und hilft ihm mit. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendjemand kennen. Anscheinend niemanden mehr. Ja, nee, für die Situation ist ja nur wichtig, dass hier diese Frau sich aufregt, dass ihr Mann weggenommen wird, einfach. Ja. Weil, na gut, er ist infiziert. Ich meine, es war besser so für alle anderen. Ja, das stimmt. Besser jetzt in Behandlung, als wenn er Leute ansteckt. Auch ja, okay. Grausam. Warte mal, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Eigentlich ist es ja grausam, das muss man schon sagen. Man sollte schon es ausdrücken, wie es ist. Ja. Wo läufst du schon wieder hin? Richtung Ziel. Ich muss hier lang. Ja, ich hab schon den Wegpunkt nicht mehr drauf, weil ich mir denke, vom Weg, ganz ehrlich, ich renne ja sowieso mehr dir nach. Achso, vor uns sind Gegner, die sich mit irgendwas prügeln. Das sind zwei Gegnergruppen. Ja, in dieser Ecke kommen nämlich Cleaner und dann Plünderer Gebiete nämlich zusammen. Ich umgehe sie um rechts. Jo. Ich hab die Plünderer tot. Hier ist ein Grenadier, down. Und du hast die Cleaner tot. Ich hab die Plünderer tot und du hast die Cleaner tot. Sehr gute Aufteilung.